Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum heutigen Update zur Campi Flegrei. Wir haben den 8.4.2024. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich wollte eigentlich mit euch heute über Island sprechen. Dies habe ich allerdings auf morgen verschoben, weil ich mit euch unbedingt über die Flegreischen Felder sprechen muss. Und dies hängt jetzt auch mit den letzten Erdbebenschwärmen zusammen. Ich war jetzt die letzten Tage etwas inaktiver. Dies hatte private Gründe. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass ihr jetzt wieder am Start seid und eingeschaltet habt. Also, es sieht jetzt wie folgt aus. Wir hatten einmal am 4. April einen größeren Erdbebenschwarm gehabt und am 6. April, also vorgestern. Und ich blende euch jetzt hier. Ich spreche jetzt mit euch im Video allgemein über die Aktivität und über auch Selbsteinschätzungen von mir. Ja, das heißt, es sind auch ein paar Spekulationen dabei. Und ein paar Spekulationen aus den vergangenen Updates haben sich tatsächlich, so gut es geht, bewahrheitet bis jetzt. Dies hängt mit dem Kreuz zusammen, was ich euch in den letzten Updates eingezeichnet hatte. Dort manifestierten sich in diesem Bereich die meisten stärkeren Erdbeben, also die Erdbeben mit den höheren Magnituden. Und wir hatten jetzt beim letzten Erdbebenschwarm, bei den letzten beiden Erdbebenschwärmen vom 4. und vom 6. April 2024 auch stärkere Erdbeben dabei gehabt. Das waren einmal diese hier. Ich habe euch extra auch das Datum dahinter geschrieben. Hier oben im Bereich des Hafens von Pozzuoli hatten wir das stärkste. Es waren mehrere Erdbeben. Die kann ich euch aber jetzt nicht alle hier einzeichnen. Dann würde man gar nichts mehr von diesem Bild sehen. Interessant ist es tatsächlich immer nur über die stärkeren Magnituden zu sprechen. Wir hatten hier ein Erdbeben der Magnitude 3,2 in 2,3 Kilometern Tiefe am 4.4. Und ja, wir haben in dem Bereich tatsächlich auch, wie man hier auch erkennen kann, das habe ich euch hier eingezeichnet, dass die Rione Terra, das Rite-GPS, was die Bodenhebung aufzeichnet. Und wir haben hier, beginnend seit 2005, da wo die Inflation angefangen hat, und 2011 hat diese Bodenhebung enorm zugenommen. Und dass die Rione Terra, GPS, verzeichnet, die stärkste Bodenhebung. Ich blende euch jetzt gerade hier nochmal das GPS-Bild ein. Dort könnt ihr die vier GPS-Messpunkte sehen, auch im Bereich der Solfatara. Da ist alles aufgezeichnet, die sind alle farblich unterschiedlich. Und das Schwarze davon, dass die Rione Terra, das Rite-GPS, schlägt am meisten aus. Und wir haben in diesem Bereich, laut dem letzten Bulletin des INGVs, eine Bodenhebung von aktuell 10 mm pro Monat. Das variiert immer tatsächlich um ein paar Millimeter. Es können auch schon mal 9 mm sein, auch schon mal 8. Es können tatsächlich auch schon mal 12 oder 13 mm pro Monat sein. So, das bedeutet, wir haben hier mein Kreuz mit den stärksten Erdbeben. Ich blende euch jetzt nochmal die anderen Erdbeben ein von den letzten Krisen, die wir hatten jetzt im Bereich der Campi Flegrei. Und man kann erkennen, dass sich immer so ungefähr in diesem Bereich des Kreuzes, ich werde jetzt gleich nochmal ein bisschen ausbauen, weil das ist gut auch, dass ich auch meine eigenen Einschätzungen anhand der gemessenen Daten, die dann über das Bulletin veröffentlicht werden, immer auch so ein wenig aktualisieren kann. Das werde ich jetzt mal gerade mit euch eben kurz machen. Das Kreuz werde ich jetzt in der Größe lassen. Aber ich will jetzt mal hoffen, dass jetzt hier auch die richtige Farbe eingestellt ist. So. Ne, kleinen Moment. Das sehe ich. Ich hoffe, ihr habt gerade ein kleines bisschen Zeit. Aber es soll ja auch ein interessantes Video werden. Kleinen Moment, das mache ich jetzt nochmal neu. Das nervt mich jetzt gerade. So, dann gehe ich jetzt nochmal hier drauf. So, genau. Jetzt zieht er den Kreis. So, und ich werde dieses Gebiet jetzt ein wenig vergrößern. So, und dort könnt ihr jetzt erkennen, wir hatten einmal vor gut 40.000 Jahren und vor gut 15.000 Jahren haben sich die beiden größten Kalderen gebildet. Wir hatten hier, so, das werde ich jetzt einmal so abspeichern. So, in diesem Bereich manifestieren sich jetzt meiner Meinung nach die stärksten Erdbeben. Und wie wir auch erkennen können, im Mittelpunkt des Kreuzes, was sich dort auch gezogen hat, liegt der Bereich der Solfatara. Dort, wo die stärkste Aktivität der Flegreischen Felder gemessen wird anhand der Picciarelli-Fumarole, die in einer gemessenen Entfernung von 5 Metern ungefähr 94 Grad misst, was enorm heiß ist. Die Fumarolen, die können auch schon mal etwas heißer werden, aber würden wir hier kurz vor einer Eruption stehen, würden diese Fumarolen gerade ordentlich, wirklich ordentlich anfangen,
ja, sich zu verändern, signifikant zu verändern, in der Hitze und auch in der Aktivität im Allgemeinen. Das würde riesengroße Dampfaustritte geben, also auch hohe. Ne, wir haben hier immer eine ungefähre Höhe von 20, 25 Metern und der Druck würde auch enorm steigen. Ja, also das jetzt erstmal noch vorab. So, in diesem Bereich manifestieren sich die stärksten Erdbeben. Das heißt, wenn wir jetzt in den nächsten Jahrzehnten, in den nächsten paar hundert Jahren mit einer großen, massiven Eruption rechnen können, könnten die Bereiche, das sind jetzt Spekulationen von mir, könnten die Bereiche dort, wo sich die stärksten Erdbeben manifestieren, da, wo es auch extremen Druck im Untergrund gibt, den Bereich einer neuen Caldera bilden. Diese Caldera könnt ihr jetzt hier sehen. Ja, der große orangene Kreis, den ich euch hier, das große Oval, was ich euch hier eingezeichnet habe, dass das vielleicht eine neue Caldera bilden könnte. Ne, es muss nicht passieren, direkt vorab, aber es könnte tatsächlich sein, weil es wird immer auffälliger. So dieser Zusammenhang zwischen dem Vulkanismus und dem Bradyseismus im Allgemeinen, dass sich jetzt im Bereich der Solfatara natürlich die meisten Erdbeben manifestieren. Dazu blende ich jetzt das hier einmal aus wieder und schwenke hier wieder nach oben. Ich arbeite mit Google Earth, das kann immer ein klein wenig dauern. So, wir haben hier einmal die gebildete Caldera von rund 39.000 Jahren. Ja, und das ist die Caldera von vor gut 15.000 Jahren. So, und jetzt gerade habe ich euch einen Bereich eingezeichnet, der vielleicht eine dritte und neue Caldera bilden könnte. Das war jetzt einmal dieser Bereich. So, Pylon, genau. Diese Caldera, die ich euch jetzt hier eingezeichnet habe, die eine Spekulation von mir ist, ist jetzt auch kleiner wie die Caldera von vor 15.000 Jahren, also die grün eingekesselte Caldera. So, und könnte es eventuell sein, dass sich jetzt die phlegräischen Felder auf eine doch größere Eruption vorbereiten? Weiß ich nicht. Kann ich euch nicht sagen. Wir müssen demnach abwarten, was passiert. Auf jeden Fall nimmt die Aktivität der Erdbeben meines Erachtens nach enorm zu. Man kann schon wirklich enorm sagen. Wir hatten bei der letzten Krise, also bei der vorvorletzten Krise im vergangenen Jahr, Oktober, November, ist mir wirklich schon aufgefallen, dass die Erdbebenaktivität im Allgemeinen ordentlich schon zugenommen hat und dass wir uns auch eventuell in einem Rhythmus einpendeln, dass mal so 3 Monate die Erdbebenaktivität wirklich nach oben schießt und dann auch wieder ein paar Monate Ruhe ist. Ja, und jetzt nimmt das Ganze tatsächlich wieder an Fahrt auf. Und was auch auffällig ist, dass die Erdbeben im Allgemeinen immer häufiger werden in den größeren, in den höheren Magnituden. Das heißt Erdbeben über 2. Darunter kann man immer noch von Mikroseismik sprechen und im Bereich jetzt so, ich sage immer so, Erdbeben ab Magnitude 1,5 aufwärts, das sind dann schon wieder etwas stärkere Erschütterungen. Wir haben auch bei dem 3,2er Erdbeben vom 4.4.24 insgesamt auch 17 Berichte gehabt. Und dass die Menschen jetzt im Zusammenhang mit diesen Erdbebenschwärmen auch einen starken Schwefelgeruch wahrnehmen. Und wir haben hier im Bereich der Pisciarelli-Fumarole, haben wir direkt gegenüber, also einmal direkt durch diese Kraterwand durch, ja, noch eine Fumarole sitzen. Und die könnt ihr hier auf diesem Bild, was ich euch gerade einblende, sehen. Ne? Da kann man jetzt links die ganzen Messapparate sehen. Das heißt, wenn die Vulkanologen dann natürlich aufgrund der ungewöhnlichen Lage jetzt dorthin fahren und direkt Messungen vornehmen, da werden auch Hitzemessungen gemacht, dort werden CO2-Messungen gemacht, im Allgemeinen jetzt auch Schwefelmessungen und die Menschen haben in direkter Nähe Schwefelgeruch wahrgenommen. Und das ist natürlich auch schon ungewöhnlich, wenn dieser Geruch wirklich sehr stark wahrzunehmen ist. Was geht da jetzt im Untergrund genau vor sich? Wir haben in ungefähr einer Tiefe von gut, ja, so 1,5 bis 2,5 Kilometern Tiefe das hydrothermale System sitzen. Der Druck von unten steigt enorm und beheizt auch die im Untergrund liegenden Grundwasservorkommen, ja, woraus auch diese Fumarole gespeist wird. Ich habe euch das mal auf meiner Grafik, die ich euch gezeichnet habe, ich blende euch das gerade hier nochmal ein. Dort könnt ihr erkennen, dass von unten, ich vermute ja, dass sich eventuell schon in einer Tiefe von 3 bis 4 Kilometern Magma angesammelt haben könnte, die das hydrothermale System enorm aufheizt und anhand dessen auch jetzt schon
es zu häufiger stärkeren Erdbeben kommen kann und auch Erdbebenschwärmen. Und wenn jetzt in diesem Zusammenhang auch die Fumarolenaktivität enorm steigt, wie ihr hier auf diesem Bild dann auch erkennen könnt, von Enzo Bono. Ich hoffe mal, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Falls du das Video siehst, kannst du mich gerne mal kontaktieren. Und das ist wirklich schon enorm auffällig und es ist auch beunruhigend. Dennoch möchte ich euch auch immer ein wenig die Angst nehmen. Aber ich werde, was das anbetrifft, mittlerweile tatsächlich auch ein wenig skeptischer, weil ich möchte mich auf meine Videos auch nicht, also was ich euch erzähle so im Allgemeinen, auch nicht zu 100% drauf, ja, festhalten, ne? Weil ich darf euch nie eine 100%ige genaue Sicherheit darauf geben. Das ist immer ganz wichtig. Es kann immer anders kommen, als man denkt. Das muss man leider wirklich sagen. Und deswegen ist es auch wirklich immer wichtig, die aktuellen Daten des INGVs auch sich genau durchzulesen, also die Bulletins. Und das ist wirklich verdammt wichtig. Ja, und dann auch, weil ich möchte keine Panik in meinen Videos schüren, sondern ich möchte euch lediglich aufklären. Wir haben ein paar Kandidaten auf YouTube, die dies gerne machen, das heißt übertriebene Thumbnails erstellen, übertriebene Titel. Kommt es doch jetzt schon bald zu einem Ausbruch? Und da darf man sich auch nicht so immer zu 100% dann drauf verlassen, weil man kann es nie genau sagen. Könnte es laut meiner Spekulation mit einer dritten neuen Caldera jetzt im Bereich der phlegräischen Feldern vielleicht sich bewahrheiten, dass wir jetzt wieder eine Caldera bekommen, also mit einer großen explosiven Eruption? Man nennt dies ja nicht Supervulkan, ne? Das ist ja ein Begriff, den die Medien erfunden haben, sondern man nennt dies einen Vulkan, der zu supermassiven Eruptionen neigt. Ja, also größere explosive Eruptionen, wodurch sich dann diese Calderen bilden können. Ich selber vermute trotz all dem, trotz dass ich diese Spekulationen euch zeige, dass wir vielleicht doch eher im Bereich der Solfatara mit einer kleineren Eruption rechnen könnten. Genau mit einer solchen Eruption, wie dann vielleicht auch vor ungefähr gut 500 Jahren, also im Jahre 1532 nach Christus ist das gewesen, soweit ich das jetzt richtig, ja, ich glaube, das war jetzt richtig, so, dass wir dann vielleicht eine Eruption erleben könnten, die sich dann in diesem Bereich des Montenuvus vielleicht bewegen könnte. Ja, das ist jetzt eher meine Einschätzung, was vielleicht auch tatsächlich schon in den nächsten Jahren möglich sein könnte. Aber es könnte tatsächlich dann auch so kommen, dass wir doch zu einer größeren Eruption kommen könnten, wo sich dann eine neue Caldera, oh, das war jetzt der falsche Pilot, Entschuldigung, ist immer gerade ein bisschen schwierig, hier den Überblick zu behalten. Na, wo warst du denn jetzt? Oh. Ja gut, die Caldera, die ich euch jetzt gerade hier eingeblendet habe. Ich möchte das Video jetzt nicht so in die Länge ziehen. Ich freue mich, dass ihr das Update bis hierhin geschaut habt. Und ihr könnt mir gerne einen Kommentar da lassen und ein Like. Ihr könnt mir in die Kommentare im Allgemeinen mal reinschreiben, was ihr von dieser Situation haltet. Das interessiert mich wirklich auch immer sehr, weil wir haben auch einige Hobby-Vulkanologen dabei, die sich auch mit diesem Thema befassen. Und ich bewege mich aber immer so gut fast in dem Bereich, wo sich auch die anderen Hobby-Vulkanologen bewegen. Man darf keine 100%ige genaue Sicherheit geben, man darf spekulieren. Aber ich arbeite sehr gerne halt mit diesen veröffentlichten Daten. So, jetzt möchte ich nicht so viel rumquatschen. Ich freue mich, dass ihr das Update bis hierhin geschaut habt. Ihr dürft mir und auch meinen Partnern auf YouTube gerne ein kostenloses Abo dalassen. Einmal dem lieben Sven von Vulkantastisch und einmal dem lieben Patrick von Apocalyptic Science. Das würde sie auch sehr freuen. Und ihr dürft meine Infoseite natürlich nicht vergessen zu besuchen. Die Seite von Marc Seglert, vulkane.net. 24 Jahre alt die Seite und dieser Mann ist stetig aktiv. Jetzt aktuell ist er auf Island. Es werden jetzt aktuell nicht so viele Berichte veröffentlicht, aber er hält euch trotz all dem über das gesamte Jahr immer auf dem aktuellsten Stand. So, ich bin raus, meine Lieben. Macht es gut. Bis zum nächsten Update. Euer Patrick von Lydum Produktion. Auf Wiedersehen.